unter der Woche in Genf. Ein Team von RTS filmt verdeckt, eine Stunde lang. Wie geht's? Hallo. Entschuldigung, können wir sprechen? Kann ich Sie auf einen Kaffee einladen? Nein, danke. Bitte. Nein, danke. Nein, ich möchte das nicht. Ich will Sie nicht ärgern. Nein, ich möchte nicht. Danke. Hallo, wie geht's? Geht's gut? Ja, und Ihnen? Ja, suchen Sie ein Restaurant? Nein, nein. Suchen Sie eine Adresse? Nein, ich weiß, wohin ich gehe. Trinken wir nicht etwas zusammen? Nein, danke. Wir zeigen die Szene Karin Moos von der kostenlosen Beratungsstelle für Frauen in Zürich. Das ist ja so ein Spiessrutenlauf oder, von dieser Frau, also, wo sich permanent muss wehren oder gewappnet sein, dass sie angesprochen wird, dass sie muss ablehnen, dass sie Nein muss sagen, mehrmals. Und das gibt einem, finde ich, schon ein unangenehmes Gefühl, wenn man es noch sieht. Die Universität Lausanne hat kürzlich junge Frauen befragt. Erschreckend, 72% gaben an, im letzten Jahr belästigt worden zu sein. Pfiffe, Beschimpfungen, sexuelle Avancen. Und 32% waren gar begrapscht worden. Das entspricht den Werten in anderen europäischen Städten. Auch in Zürich müssen wir nicht lange suchen. Viele haben bereits Ähnliches erlebt. Zum Beispiel gestern bin ich gerade von Touristen gefragt worden, wo der Hauptbahnhof sei. Und dann haben sie plötzlich ein Foto mit mir machen. Und es war eine Männergruppe. Und mir war es mega unangenehm. Und ich sagte, nein, ich will kein Foto mit euch machen. Und dann sie aber mich nicht locker gelassen die ganze Zeit. Ich habe persönlich mal etwas relativ Unangenehmes erlebt, dass ich im Tram gesessen bin und einer, der hinter mir gesessen ist, angefangen hat mit meinen Haaren zu spielen. Und ich bin nachher recht, also es hat mich ziemlich psycht, muss ich sagen. Also auf der Straße oder in der Bahn passiert das halt mal. Oder auch eher so, wenn es einem so komisch anstarrt, das wird manchmal sehr unangenehm. Auf der Zürcher Partymeile Langstraße. Auch ihre Klientinnen erzählten ihr oft von sexueller Belästigung. Gerade im Ausgang, sagt Karin Moos. Wo hört der Flirt auf und wo fängt die Belästigung an? Ich glaube, eben, dass das sehr individuell unterschiedlich erlebt wird. Und es ist subjektiv meine Gefühle, die dort ausschlaggebend sind. Also ein Flirt gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir einen guten Selbstwert, ist oft auch gegenseitig, macht Spass. Und dort, wo ich unangenehme Gefühle bekomme, wo ich Nein sage und das wird nicht respektiert, dort ist eine Grenze zur Belästigung. Grenzen. Wenn diese überschritten werden, dann wissen die jungen Frauen von heute aber auch, wie sie ihre Grenzen setzen. Grundsätzlich laut und deutlich sagen, dass man das nicht will. Und auch Abstand halten, wenn man das nicht möchte. Und wenn es nötig ist, kann man auch physisch vielleicht mal eben irgendwie ein bisschen wegschupfen oder so. Und das zeigt dann als Frau auch vor allem, dass man sich auch wehren kann und keine Angst hat. Das ist sehr wichtig, glaube ich. Und auch einfach schnell weggehen. Also ich finde, das ist immer das. Manchmal sind wir so geniert, man will nicht im Bus den Platz wechseln oder will nicht weglaufen. Aber eigentlich, finde ich, haben wir voll das Recht dazu. In der Romandie sorgt das Thema Belästigungen für heftige Diskussionen. Die Polizei will nun mehr patrouillieren und sensibilisieren. Direkt in Nachtclubs.